Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des UBS Center for Economics and Society zu unserer Veranstaltung heute zum Thema Lösungsansätze zur Sicherung der Altersvorsorge. Es handelt sich um den zweiten Teil des diesjährigen Wirtschaftspodiums Schweiz. Mein Name ist Florian Scheuer, ich bin UBS Foundation Professor für Institutionenökonomik an der Uni Zürich. Aufgrund der besonderen Situation dieses Jahr findet das Wirtschaftspodium komplett online statt. Wir senden live aus dem Studio hier in Zürich. Einige von Ihnen haben vielleicht letzten Dienstag schon den ersten Teil zum Thema Gesundheitspolitik verfolgt. Heute greifen wir jetzt mit dem Thema Altersvorsorge ein weiteres brandaktuelles, heißes Eisen auf und hoffen natürlich auch einen Beitrag zur momentanen politischen Debatte hier in der Schweiz leisten zu können. Wir schätzen uns ja in der Schweiz hier in der glücklichen Situation, dass wir zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung in Europa und auf der ganzen Welt gehören. Laut Bundesamt für Statistik beträgt die Lebenserwartung bei Geburt für Frauen inzwischen fast 86 Jahre und für Männer fast 82 Jahre und sie nimmt weiter zu. Damit ist klar, dass die Schweizer Bevölkerung einen immer größeren Teil ihres Lebens im Ruhestand verbringt. Gleichzeitig werden, wie auch in vielen anderen Ländern in der Schweiz, im Verhältnis zu früher weniger Kinder geboren. Und diese beiden Entwicklungen bergen natürlich Sprengkraft für die Finanzierung der Altersvorsorge, die umlagefinanziert ist. Ganz aktuell kommt jetzt natürlich auch noch die Corona-Krise hinzu, die einen beträchtlichen Schuldenberg hinterlassen wird. Das stellt die Frage nach den Lasten, die wir den künftigen Generationen überlassen. Zudem sind natürlich auch Teile der Altersvorsorge schon vor der Pandemie in finanzielle Schieflage geraten und durch die Arbeitslosigkeit jetzt im Zusammenhang mit der Krise kommt es zu weiteren Ausfällen auf der Einnahmenseite, die dieses Problem noch weiter verschärfen werden. Deswegen ist es auch keine Überraschung, dass der Ständerat in seiner letzten Session die Reform der AHV besprochen hat, die AHV-21-Initiative. Im Kern steht die Frage, wie müssen wir unser Rentensystem organisieren, sodass es wieder auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt wird, dass es zweitens auch modernen Erwerbsbiografien und Familienstrukturen gerecht wird und dass es drittens auch nicht komplett zulasten der jungen Generation funktioniert. Diese Fragen möchte ich heute mit unseren Experten hier im Studio diskutieren. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich noch ganz kurz Ihnen zu Hause ein paar logistische Informationen mit an die Hand geben. Sie werden nämlich die Möglichkeit haben, auch online Fragen an uns zu senden. Dazu nehmen Sie einfach Ihr Handy oder öffnen Ihren Internetbrowser mit einem neuen Tab und geben ein www.menti.com. Und dann loggen Sie sich dort ein mit dem Code 6873 2684. Der Code wird auch eingeblendet, glaube ich. Und auf dieser Plattform können Sie dann Ihre Fragen eingeben. Und auch wenn Sie keine Fragen haben, können Sie dort die von anderen Zuschauern eingegebenen Fragen anschauen und abstimmen, welche Fragen Sie am spannendsten finden, mit dem Daumen nach oben oder natürlich auch mit dem Daumen nach unten, wenn Sie jetzt eine Frage nicht interessant finden. Und wir werden dann in der Fragerunde, die so in der Stunde beginnt, die beliebtesten Fragen hier aufgreifen. Außerdem haben wir im Vorfeld Meinungen und Ansichten von Politikern eingeholt und sie in kurze Videos verpackt, die wir jetzt im Verlauf des Gesprächs dann auch einblenden werden. Und ich bin natürlich schon gespannt, wie unsere Experten hier vor Ort diese kurzen Statements von den Politikern dann einordnen werden. Ich darf jetzt unsere Panelisten hier mit mir im Studio begrüßen und kurz vorstellen. Ganz links sehen Sie als erstes Frau Professor Monika Büttler. Sie war bis vor kurzem Professorin an der Universität St. Gallen und ist seit langem in der Schweizer Öffentlichkeit eine prominente Stimme zu den Themen soziale Absicherung, Arbeitsmarkt und auch politische Ökonomie. Jüngst war sie auch sehr engagiert an führender Stelle in der Taskforce des Bundesrats zur Corona-Krise. In der Mitte sehen Sie Frau Dr. Veronika Weißer. Sie ist auch Ökonomin und Vorsorgeexpertin. Sie leitet den Sektor Retirement and Pension Solutions bei der UBS und verantwortet damit die Geschäftsstrategie der UBS Schweiz in Fragen zur Altersvorsorge.
Und last but not least, Herr Dr. Jérôme Courson-Day. Er ist Direktor Roman von Avenir Suisse, der liberalen Denkfabrik der Schweiz, und setzt sich als Forschungsleiter finanzierbarer Sozialpolitik intensiv mit Fragen zur Altersvorsorge, zur Gesundheitspolitik und auch zur Generationengerechtigkeit auseinander. Also Sie sehen, wir haben wirklich eine außergewöhnlich hochqualifiziert besetzte Diskussionsrunde hier. Und ich möchte mich bereits vorab bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihr Wissen heute mit uns zu teilen zu diesem wichtigen Thema. Jetzt haben wir uns überlegt, dass das dreiteilige Vorsorgesystem der Schweiz eigentlich auch eine gute Struktur bietet für unsere Diskussion heute. Wir haben ja die erste, die zweite und die dritte Säule in der Schweiz. Und vielleicht lassen Sie uns auch in dieser Reihenfolge hier heute vorgehen. Es gibt, glaube ich, Reformbedarf in allen drei Säulen. Aber jetzt haben wir, wie eingangs erwähnt, ja auch gerade die AHV 21 auf dem Tisch. Und lassen Sie uns dazu mal vielleicht gleich mit dem ersten Einspieler einsteigen. Wir haben im Moment die Corona-Krise, eine zusätzliche Belastung, auch finanziell wachsende Schulden. In der Diskussion um die Reformen in der Vorsorge, spürt man diesen zusätzlichen Druck schon? Eigentlich im Gegenteil. Es scheint gelegentlich, als ob alles weitergehen soll, wie es ohne diese Krise geschehen wäre. Ich glaube, da müssen wir uns in der Schweiz aktuell jetzt noch nicht gerade riesige Sorgen machen. Hingegen bei der Vorsorge, da ist der Handlungsbedarf wirklich akut und dringend. Sprechen wir über die erste Säule. Hier sollen schon lange Reformen gemacht werden. In der aktuellen Reform, sie heißt AHV 21, geht es vor allem um die Angleichung des Frauenrentenalters. Das ist mehrfach gescheitert, die Erhöhung von 64 auf 65, ganz kurz, Frau Humbel. Warum soll das jetzt klappen? Wenn wir auch sehen, dass doch die Lebenserwartung der Frauen noch etwas länger ist, also dass wir immer noch durchschnittlich dreieinhalb Jahre längere Lebenserwartung und auch längere AHV beziehen können, dann ist es eigentlich angezeigt, das Alter anzupassen. In 2030 wird das Defizit der AHV zwischen 4 und 5 Milliarden jährlich sein. Zwischen 30 und 35 haben wir 1 Million mehr Renteneintritte wegen der Babyboom-Generation. Und das Defizit verdoppelt sich bis 2035 auf 10 Milliarden, wenn wir nichts unternehmen. Und deshalb sind wir jetzt gut beraten, Schritt für Schritt zu tun. Eine Rentenaltererhöhung, und daran ist es jetzt auch schon öfters gescheitert, muss vom Volk bewilligt werden, es muss an die Urne. Das ist eben schwierig und könnte man sagen, die direkte Demokratie ist hier so eine Art Reformhürde. Ja, die direkte Demokratie hat natürlich in diesen Bereichen schon gewisse Nachteile, weil wir sind länger je mehr in einer Betroffenheitsdemokratie, wo sich jede Person überlegt, was nützt sie mir, was bringt sie mir oder was schadet sie mir allenfalls eine Neuerung. Und dann heißt das, dass Sie auch schon längst über ein Rentenalter 66 oder 67 eigentlich nachdenken? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass fast jeder Zweite, der heute auf die Welt kommt, das Potenzial hat, 100-jährig zu werden, dass wir immer älter werden und auch gesünder im Alter sind, dann ist es an der Zeit, über das Rentenalter zu sprechen. Auch wieder in der direkten Demokratie muss man das Vertrauen haben, dass man überhaupt so lange arbeiten kann, wie man möchte, dass man auch im Alter, also mit 60, halt noch eine Stelle findet, wenn man mit bis 65, 66 oder sogar länger arbeiten möchte. Länger arbeiten oder Mehreinnahmen durch Mehrwertsteuerprozente oder Lohnprozente? Das ist eigentlich alles, was der Politik einfällt zur Reform der AHV. Also wir haben jetzt ein Vorsorgesystem, das klar gebaut wurde für ein Modell von einem Einverdiener, der mehrheitlich sein Leben einigermaßen beim ähnlichen Arbeitgeber bleibt und dann nach 40 Jahren sich pensionieren lässt und jedes Jahr ein bisschen mehr verdient. Das entspricht nicht mehr den Realitäten. Und ich denke, da gibt es sehr spannende Ideen von Lebensarbeitszeiten und Anrechnung von Erwerbsunterbrüchen für Weiterbildung oder Familien und alle möglichen Sachen. Und weniger auszuzahlen? Ist das eine Variante oder ist das Tabu? Ja, also es gibt Möglichkeiten, dass man das noch bedarfsgerechter ausbaut. Aber eine Rentenkürzung, da kommt uns wahrscheinlich tatsächlich die direkte Demokratie wieder in die Quere. Ja, da waren jetzt schon einige Punkte angesprochen.
Fangen wir vielleicht gleich mal an mit der AHV21-Initiative. Meine erste Frage vielleicht gleich an Frau Büttler. Da geht es jetzt wirklich erstmal nur um die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 64 auf 65. Das erscheint wie eine kosmetische Anpassung. Ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass das jetzt nicht der große Wurf ist, der die AHV wieder ins Gleichgewicht bringt. Warum ist es so schwer, selbst solche minimalen Anpassungen politisch durchzusetzen? Ist es wirklich die direkte Demokratie, die uns da im Weg steht? Ich denke da jetzt an unsere Nachbarländer. Deutschland und Österreich haben auch Rentensysteme, die ihre Probleme haben, ohne dass man jetzt die direkte Demokratie vielleicht beschuldigen könnte. Was steht uns im Weg, diese Reform in einer Demokratie durchzusetzen? Warum ist es so schwierig? Ja, das ist eine gute Frage und ich habe mir die schon manchmal gestellt. Wir diskutieren das schon sehr lange, die 64 auf 65. Also im Prinzip müssten die Frauen im Alter auch jetzt ab 55 auch vorbereitet sein auf diese Änderung. Aber es, glaube ich, ist mehr Symbolpolitik als wirklich direkte Demokratie. Es wird von verschiedenen Gruppen wie als Pfand in der Hand behalten, diese 64, um andere Änderungen unter Umständen durchsetzen zu können. Oder irgendwie die mehr Maßnahmen zur Lohngleichheit beispielsweise oder zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie sind wie ein Pfand. Aber es spricht überhaupt nichts gegen die Erhöhung. Wir haben schon gesehen, die Erhöhung von 2 auf 63 und 3 auf 64 sind gelaufen, ohne dass die Arbeitslosigkeit der Frauen zugenommen hat. Im Gegenteil, es haben praktisch alle sind wirklich ein Jahr länger im Arbeitsmarkt geblieben. Und das Interessante ist, dass selbst die Generation, die eine geringere Rentenkürzung gehabt hätte, wenn sie zum alten Zeitpunkt in Rente gegangen wäre, trotzdem länger gearbeitet hat. Und ich würde genau den gleichen Effekt auch jetzt erwarten. Also es ist quasi, welche Pakete man schnürt, dass es politisch irgendwie eine Mehrheit bekommt. Das ist so die Frage wahrscheinlich. Und wir hören ja immer wieder dieselben Stellschrauben im umlagefinanzierten System. Man kann die Lohnbeiträge erhöhen, man kann die Rentenauszahlungen kürzen, man kann die Leute länger arbeiten lassen, damit sie länger einzahlen und weniger lang Renten beziehen. Oder man kann natürlich auch einfach die Steuerzuschüsse erhöhen. Wir haben ja die Debatte über die Mehrwertsteuer oder auch in Deutschland die steuerfinanzierte Grundrente, die beitragsunabhängig ist. Herr Kussonde, selbst mit diesen vier Stellschrauben ist es nicht vielleicht immer noch zu eng gedacht, dass der Politik da so ein bisschen die Kreativität fehlt. Nur als Beispiel, statt jetzt über Rentenalter 64 oder 85 zu diskutieren, könnte man ja auch ein System haben, wo man sagt, die Leute können in jedem beliebigen Alter in Ruhestand gehen, sagen wir zwischen 60 und 70. Und dann hat man einfach eine Rente, die aktuarisch angepasst wird. Wer später in Rente geht, der bekommt dann auch eine höhere jährliche Rente. Und versucht so indirekt quasi auch Anreize zu setzen, dass die Leute länger arbeiten. Wären solche Lösungen nicht vielleicht auch dem Wähler besser zu verkaufen, als das so zu fokussieren auf diese einfachen Zahlen, 64 versus 65? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich hier erwähne. Ich meine, die Realität ist so, die wenigsten, also nicht alle gehen mit 64 Frauen oder mit 65 in die Pension, sondern viele gibt es, die früher gehen, aber es gibt auch viele, die später gehen. Diese Flexibilität gibt. Aber Sie haben es selber auch erwähnt, wenn Sie früher in Pension gehen, weil Sie mehr Rentenjahr genießen können, dann ist die Rente kleiner. Aber die AHV versicherungsmathematisch ist so geregelt, dass die Gesamtsumme, die im Durchschnitt ausbezahlt wird, die gleiche bleibt. Also Sie gehen früher, bekommen weniger, Sie gehen später, kriegen Sie mehr. Und deshalb in der politischen Diskussion ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das unterscheidet. Will man diese Flexibilisierung, weil die Leute das wünschen, weil die Arbeitgeber das wünschen, dann würde ich gerne vielleicht jemanden länger im Betrieb behalten, vielleicht Teilzeit, weil das Wissen so wichtig ist. Also ist das ein Bedürfnis der Gesellschaft oder ist es eine Finanzierungsfrage? Wenn Sie die Zahlen, die wir vorher gehört haben, diese Milliardendefizit, die wir auf uns zukommen, wenn wir diese Flexibilisierung einführen, würden wir gar nichts ändern. Wie gesagt, die Gesamtsumme, die man auszahlt pro Rentner im Durchschnitt, bleibt die gleiche. Also die Flexibilisierung, meiner Meinung nach, ist ein wichtiges Anliegen, ein gesellschaftliches Anliegen. Aber wenn man die Finanzierung oder die Sanierung der AHV anspricht, dann hilft nur eins, tatsächlich für alle um Monate, um Jahre das Rentenalter zu erhöhen. Dann sparen sie länger und beziehen sie weniger lang. Ein Jahr Erhöhung bringt etwa 3 Milliarden, also für Männer und Frauen wird etwa 3 Milliarden Franken Einsparung pro Jahr bringen. Darf ich vielleicht hier
hier noch einhaken. Es gibt auch interessante Studien, dass eben die Festsetzung eines Rentenalters eine extreme Ankerfunktion hat. Das hat man in der Schweiz gesehen, dass die Änderung des Frauenrentenalters, der Anker war wichtiger als die finanzielle Ausgestaltung der Flexibilisierung. Und eine ganz neue Studie jetzt in Deutschland hat auch gezeigt, dass diese Ankerfunktion enorm wichtig ist. Wenn da 65 steht, dann orientieren sich die Leute an 65. Wenn 67 steht, dann ist es 67. Und ich glaube, einfach weggehen von dieser Ankerfunktion wäre eine schlechte Idee, weil das ändert schon die Erwartungen der Leute und auch der Arbeitgeber, die dann entsprechend planen. Ich frage mich manchmal, ob der Anker vielleicht statt dem Rentenalter sein sollte, wie viele Jahre Rente erhalten wir. Denn es ist ja ganz spannend zu beobachten, als die AHV eingeführt wurde 1948, lebten die Personen, die das Alter 65 erreicht hatten, das damalige Rentenalter, im Durchschnitt noch 13 Jahre. Das heißt, die AHV-Gesetzgebung hat eigentlich vorgesehen, 44 Jahre einzahlen, 13 Jahre auszahlen. Das heißt, wenn wir 44 durch 13 teilen, 3,4 Jahre einbezahlen für jedes Rentenjahr. Wenn wir die Situation heute anschauen, dann wissen wir immer noch 44 Jahre einzahlen. Personen, die heute das Rentenalter erreichen, Frauen mit 64, Männer mit 65, können erwarten, im Durchschnitt 24 Jahre noch Rente zu bekommen. Das ist fast doppelt so viel. Also 13 mal 2 wären 26 Jahre. Wenn wir jetzt diese 44 durch 24 teilen, haben wir nur noch 1,8. Wir arbeiten also nur noch 1,8 Jahre für jedes Jahr, was wir Rente beziehen. Und wenn man mal aufzeigen würde, wie wahnsinnig gut gestellt wir sind und eigentlich wie wahnsinnig wenig wir arbeiten, da sind nicht Wochenenden schon abgezogen, da sind nicht Urlaube abgezogen, also müsste man, eigentlich arbeiten wir noch viel, viel weniger. Wenn man das mal aufzeigen würde, wie wahnsinnig lang wir eigentlich Rente beziehen, und dass dieses immer gewachsen ist, dann würde, und wir da eigentlich den Stopp setzen würden und sagen würden, ja, welcher Anteil unseres Lebens sollten wir Rente beziehen? Soll das vielleicht ja, die letzten 25% sein oder die letzten 20%? Ich glaube, da muss der Anker gesetzt werden, damit er sich zusammen mit der Finanzierung sozusagen entwickeln kann. Es kommt dann noch dazu, dass die Leute heute viel später in den Arbeitsmarkt einsteigen. Also wenn die Generation meiner Eltern, die sind fast alle mit 15 eingestiegen und unsere Generation, also auch die, die Lehre machen, die steigen oft richtig erst später ein. Und wir leben nicht nur viel länger nach der Pensionierung, sondern wir starten auch viel später. Und das ist insbesondere für die Gutverdienenden. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Jetzt natürlich, die Lebenserwartung ist gestiegen. Das ist ja auch was Positives. Da wollen wir nichts dran ändern. Das nehmen wir als gegeben hin. Aber der andere demografische Effekt ist natürlich auch immer, wie viele Kinder werden in die Welt gesetzt, die dann das umlagefinanzierte System auch finanzieren. Und da könnte man ja schon überlegen und auch Anpassungen vornehmen und sagen, okay, Leute, die viele Kinder haben, die tragen auch zur Finanzierbarkeit des Systems in der Zukunft bei, die tragen auch sonst hohe Kosten, gerade in der Schweiz. Dass man dann diskriminiert und sagt zum Beispiel, Kinderlose bekommen eine geringere Rente als Leute, die jetzt viele Kinder haben. Herr Kossonde, glauben Sie, dass das wünschenswert wäre? Es gibt ja vielleicht auch Probleme damit. Es gibt Leute, die sind unfreiwillig kinderlos. Es gibt viele andere Subventionen für Familien mit Kindern. Wir haben ein öffentliches Schulsystem. Und selbst wenn es wünschenswert ist, ist das politisch realistisch oder ist es völlig utopisch angesichts der Tatsache, dass wir schon mit kleineren Anpassungen schon riesige Probleme haben? Also ich spreche schon viele Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieser Idee. Aber eben die erste wäre, was wäre ein korrekter Abzug oder Zuschlag für Familien mit Kindern? Oder? Und wie Sie haben es erwähnt, meine, das Schulwesen ist zum Beispiel gratis. Also da kriegen Familien etwas vom Staat zurück, wobei von gut ausgebildeten Nachwüchsen profitieren auch die Singles. Also diese Inzidenzfrage, wer profitiert, wer zahlt schlussendlich? Der Single zahlt auch mit an der Schule. Also das wäre schon mal sehr, sehr schwierig. Dann kommen tatsächlich ethische Fragen. Nicht jede kinderlose Person ist auf Wunsch kinderlos. Und die HV ist sehr solidarisch aufgestellt. Auch nicht jeder, also auch diejenigen, die nicht arbeiten, kriegen eine Rente. Nicht nur diejenigen, die arbeiten haben. Und das stellt natürlich ganz eine schwierige politische Debatte und dementsprechend auch die Umsetzung, wie Sie am Schluss erwähnt haben. Ich denke, meines Wissens sind keine Länder, die ein solches System eingeführt haben, weil wahrscheinlich so emotional und so schwierig.
Und die andere Lösung wie Rentenalter, obwohl wir wissen, das ist vermutlich eher naheliegender ist und vermutlich einfacher zu erklären und zu debattieren. Aber eine interessante Fragestellung. Aus meiner Sicht noch ganz spannend ist, dass die Kinder aus Sicht des Staates ja ein Asset darstellen. Also ein Asset ist ja etwas, was dir was zahlt. Und so ein ausgebildeter 18-Jähriger ist eigentlich so das ideale Asset des Staates. Und wenn man jetzt anschaut, warum haben Frauen denn die tieferen Renten? Ja, sie haben die tieferen Renten, weil sie Arbeit investiert haben, diese Assets dorthin zu bringen, auf Alter 18, ausgebildet, gut erzogen und so weiter, die perfekten Staatsbürger, die perfekten Assets für den Staat. Ja, und in der Zeit haben sie eben nicht in ihre private Karriere investiert, sie haben eben nicht in die BVG eingezahlt. Und das ist natürlich eine spannende Fragestellung. Der Staat kriegt hier Assets, dank, ich sage jetzt ein bisschen übertrieben, der Frauen, aber natürlich auch der Väter, zur Verfügung gestellt, für die der Staat nichts, also wenig, sagen wir mal, beiträgt, in der Schweiz jetzt im Vergleich zu anderen Ländern zumindest. Und da stellt sich dann halt schon die Frage, warum ist das eigentlich so, dass wir in einer Studie, haben wir das mal gerechnet, ein durchschnittliches Ehepaar in der Schweiz mit zwei Kindern ohne Kindern, das Ehepaar mit Kindern ist um 1 Million Schweizer Franken ärmer beim Erreichen des Rentenalters als das Paar ohne Kinder. Also einfach so grob geschätzt, zwei Kinder kosten das Ehepaar und insbesondere die Frau natürlich ungefähr 1 Million Franken. Und dass es da dann Auswirkungen gibt, die man vielleicht kompensieren könnte, ich finde es schon einen spannenden Ansatz. Die Alternative wäre natürlich, die Kosten der Kinder zu reduzieren für die Familien. Zum Beispiel dadurch, dass man es den Frauen eher ermöglicht zu arbeiten. Dann tragen sie weniger dieser Kosten mit. Aber irgendwo, sag ich mal, gibt es jetzt ein Ungleichgewicht in der Schweiz, das sehr ausgeprägt ist. Viel stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Man muss sich natürlich immer fragen, was ist die Rolle der ersten Säule? Weil erstens sind die Unterschiede zwischen den Frauen und den Männern in der ersten Säule ja relativ gering. Da gibt es ja und mit den Erziehungsgutschriften und auch mit dem Splitting während der Ehe, das auch Nachteile hat, nämlich dass auch Nicht-Arbeitstätige quasi versichert sind, ist dieser Unterschied nicht so groß. Und wenn man sieht, dass die erste Säule eigentlich in erster Linie der Armutsbekämpfung dienen soll oder also der Verhinderung von Altersarmut, dann ist das nicht das naheliegende, das größte Problem, sondern die Altersarmut betrifft eben vor allem auch Männer. Es betrifft Einzelpersonen stärker als Ehepaare. Und das sind alleinstehende Männer und alleinerziehende Frauen. Also es ist nicht unbedingt nur die Familie, die wirklich das Risiko ist, sondern das Alleinstehend im Alter. Und das ist eigentlich relativ gut gelöst. Und sonst haben wir noch die Ergänzungsleistung. Haben wir noch die Ergänzungsleistung. Dass also so eine untere Grenze definiert ist durch die erste Säule. Und ich würde aus diesem Grunde auch nie die Renten kürzen wollen in der ersten Säule. Ich denke, wir müssen über das Rentenalter gehen und eher denken, dass man kann gewisse Luxussachen wirklich streichen. Also, Kinderrenten für Altersrenten, das ist ein Blödsinn, das geht wirklich an die Reichen. Und die reichen Männer, muss man auch noch sagen. Kinderrente ist eben nicht eine, also oft wird das als Waisenrente verstanden. Nein, es ist eine Rente zur Altersrente für Männer, die im Alter von 65 noch Kinder haben. Das ist absurd. Man kann auch darüber nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, dass Witwen ohne Kinder ab 45 bereits eine volle Rente haben. Das ist ja eigentlich auch eine Abwertung als Frau. Das heißt auch ein bisschen, ab 45 bist du eigentlich nicht mehr brauchbar. Und über solche Sachen können wir nachdenken. Das spart ein bisschen Geld, aber halt nicht so, dass die AHV wieder im Lot wäre. Also ich sehe schon, die große Anpassung muss wahrscheinlich über das Rentenalter kommen. Und auch wenn man im internationalen Vergleich guckt, einfach, glaube ich, hinkt die Schweiz etwas hinterher. Andere Länder haben ja jetzt schon langsam angepasst Richtung 67 und sogar noch höher. Also das scheint der Konsens zu sein. Sie sind zweimal im Rückstand. Erstens, es gibt nur noch 5 Länder, Le Club des Cinq, wo das Rentenalter der Männer und der Frauen unterschiedlich ist. Und das ist mit Ungarn, Polen und Türkei, glaube ich, nicht gerade die Gleichstellung Champion, oder? Und tatsächlich, wenn man jetzt beide Geschlechter anschaut, ist die Mehrheit der OECD-Länder hat 67 oder älter entweder in Kraft oder beschlossen. Also wir, Sie haben es in der Einführung gesagt, wir haben die höchste Lebenserwartung
Und das heißt, wenn wir aber erst schon mit 65 gehen, haben wir offensichtlich eine der längsten Pensionierungsdauer der Welt. Und das sollte uns schon zu denken geben, genau mit dem Verhältnis, die Frau Weiser vorher aufgezeigt hat. Ich möchte vielleicht schon noch eine Ergänzung machen zum Rentenalter. Man darf schon nicht vergessen, dass es doch auch Leute gibt, die nicht so lange arbeiten können. Und diese Diskrepanz zwischen denen, die können, und denen, die keine Stelle mehr finden und ausgebrannt sind, ist größer geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Und man könnte wirklich darüber nachdenken, ob man peu à peu auch langsam zu einem System übergeht, wo die Beitragsjahre eben eine stärkere Determinante ist des Rentenalters. Mhm. Wenn jemand mit 16 anfängt zu arbeiten und nachher sich nicht fortbildet, der hat dann mit 65 eigentlich 49 Jahre einbezahlt. Währenddem jemand, der ein Studium macht, vielleicht nachher noch doktoriert, mit 6, 27 anfängt zu zahlen. Und ich finde es eigentlich nicht gut, dass die Studierenden sich Beitragsjahre kaufen können mit irgendwie 400 oder 500 Franken pro Jahr. Dass man wirklich vielleicht auch hier etwas schauen sollte, dass diejenigen, die eben nicht noch subventioniert werden vom Staat über die Ausbildung, doch auch noch hier wenigstens einen Beitrag kriegen. Man kann natürlich sagen, die Studierenden haben dann später auch höhere Einkommen und angesichts der sehr progressiven AHV-Beiträge zahlen sie dann ja auch viel mehr ein, als sie rauskriegen. Insofern. Aber das stimmt natürlich auch für viele, die mit 16 angefangen haben. Das ist, die Schweiz ist ja ein relativ mobiles Land. Ja. Und es ist ziemlich erstaunlich, meine Doktorandinnen und Doktoranden haben kürzlich diese Mobilitätsdaten ausgewertet, dass gerade auch Leute, die nicht studieren, auch sehr gute Lohnmöglichkeiten haben. Auch von denen zahlen sehr viel Geld. Aber es ist spannend, weil das stellt die Frage, welche Solidarität wollen wir? Genau. Oder? Ist es eine Solidarität von denen, die viele Beiträge zahlen, sprich viele Löhne haben, oder zu den Ärmeren? Es ist von denjenigen, die früh arbeiten, also hat man Anrecht, nach so und so vielen Jahren eine Rente zu haben, oder hat man Anrecht auf ein Verhältnis, so viele Jahre arbeiten, im Verhältnis zu der Lebenserwartung, oder ist eben diese Ankeralter? Und oft wird das wie als gegeben, aber das müsste nicht so sein. Eben, man könnte es dynamisch, ab wann beginne ich, oder sobald ich so und so viel im System einbezahlt habe, dürfte ich eine volle Rente haben. Das wird einfach nicht diskutiert. Es ist natürlich komplex, aber es zeigt, wir haben einfach klare Vorstellungen, was es sein müsste, diese Pfannendiskussion, die Sie vorher erwähnt haben, Frau Büttler. Aber man könnte wirklich überlegen, also wirklich grundsätzlich, welche Solidarität wollen wir zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Alten, zwischen Reich und weniger Reich. Und das wird einfach vermischt und zusammengefasst mit dieser Frage des Rentenalters. Und man muss da alles ausgleichen. Und das ist schon spannend. Ja. Ich glaube, ganz spannend ist auch, andere Länder anzuschauen. Da gibt es gute Beispiele. Also Portugal hat ein ganz spannendes Rentenaltermodell, was eben so ein bisschen die Arbeitszeit berücksichtigt und am Ende des Tages wirklich eigentlich dazu führt, dass die Leute etwas früher gehen können, die sehr lange eingezahlt haben, tendenziell auch eine kürzere Lebenserwartung haben, also sowieso nicht ganz so lange mit dabei sind wie jetzt die Bürohengste, die irgendwie 99 Jahre alt werden, oder Bürostuten wie ich, die dann 105 Jahre alt werden. Also da gibt es Modelle, die funktionieren in der Realität. Und ich glaube, ein spannendes Modell, was leider aufgrund der Datenbasis noch nicht in der Schweiz wirklich angekommen ist, ist die Frage, was ist eigentlich die Lebenserwartung der Berufsgruppen und kann man diese mit berücksichtigen? Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir werden darauf nochmal zurückkommen, wenn wir jetzt auch über die zweite Säule sprechen, wo es ja auch um die Umwandlungssätze geht und auch um massive Umverteilung über die verschiedenen Lebenserwartungen hinweg. Können wir vielleicht schon überleiten zum nächsten Einspieler mit der zweiten Säule? Kommen wir zu dieser zweiten Säule. Hier gibt es auch einen Reformstau. Da spricht man schon seit fast Jahrzehnten beispielsweise von der Erhöhung des Umwandlungssatzes. Also die Leute werden immer älter, die Rente muss immer länger arbeiten. Auch hier die Frage, wie schafft man eine Mehrheit der Leute davon zu überzeugen, dass dieser Umwandlungssatz gesenkt werden soll, was eigentlich eine Rentenkürzung wäre? Ja, das ist eigentlich schon wieder ein Problem, dass wir ein versicherungsmathematisches Problem direkt demokratisch lösen wollen. Und dazu braucht es die Aufklärung, die Information der Bevölkerung. Und das ist eigentlich ein Grundproblem, dass alle Erwerbstätigen in dieser zweiten Säule sind, aber viele verstehen gar nicht, wie diese zweite Säule funktioniert. Momentan ist es wirklich so, dass die jetzigen Renten jährlich zu
zu 7 Milliarden oder so unterfinanziert sind und halt von den aktiven Konten, meistens von den Überobligatorien, in die Renten verschoben wird. Und das geht natürlich nicht, das macht das ganze System kaputt. Und da gibt es tatsächlich den Handlungsbedarf. Letztlich muss man auch hier die Leute davon überzeugen, dass sie, ja, dass sie die Angst steht im Raum, dass Rentenkürzungen auch hier gemacht werden mit der Kürzung des Umwandlungssatzes. Ja, das ist natürlich so, dass die Renten gekürzt werden, wenn der Umwandlungssatz sinkt. Man muss aber auch sagen, der Umwandlungssatz, der ist jetzt bei 6,8%. Man müsste, wenn das einigermaßen so mit der wirtschaftlichen Lage und den Finanzmärkten finanzierbar wäre, müsste er etwa 5 sein. Und wir senken ihn jetzt mal auf 6, wäre der Plan. Was ist Ihr Plan, um Frauen oder sagen wir Leute mit tiefem Einkommen, mit Teilzeitpensen, besser zu stellen, besser abzusichern in der zweiten Säule? Ein wichtiger Schritt vor allem auch für die Frauen ist natürlich die Halbierung des Koordinationsabzuges. Ich hätte am liebsten, man würde ihn gleich weglassen, aber wir müssen uns bewusst sein, eine komplette Eliminierung des Koordinationsabzugs, das würde zu viele Kosten für das Gewerbe und insbesondere auch für den Arbeitnehmer bringen. Deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, im ersten Schritt zu halbieren. Also die Abschaffung des Koordinationsabzugs würde wirklich ein großes Problem für die Frauen beseitigen. Der Koordinationsabzug ist eigentlich systemfremd, der ist nämlich nicht progressiv, der ist für alle Einkommen gleich groß. Und das führt einfach dazu, dass die tieferen Einkommen und die Teilzeiteinkommen viel stärker belastet sind. Und das müssen wir korrigieren. Ist das der einzige Ansatz oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die tiefen Einkommen, die Teilzeitbeschäftigten besser abzusichern in der zweiten Säule? Das ist für mich auch ein klares Modell, dass wir diese Teilzeitpensen zusammenrechnen können, damit sie schlussendlich auch auf diesen Betrag kommen, wo sie dann schlussendlich auch einen Beitrag bekommen aus der zweiten Säule. Weil wir müssen uns bewusst sein, es nützt nichts zu tun und am Schluss haben diese Leute Ergänzungsleistungen. Jetzt gibt es nicht unbedingt in der Politik, aber aus der Wirtschaft, beispielsweise von Avenir Suisse, die Forderung oder den Vorschlag, man könnte eigentlich eine Art freie Pensionskassenwahl einführen. Ist das eine gangbare Lösung? Also ich bin da sehr skeptisch. Weil eben gerade, wenn wir gerade Menschen in Tieflohnbereichen besser stellen möchten in der zweiten Säule, und Sie motivieren müssen, eine zweite Säule zu wählen. Wie können Sie das wählen? Ja, vielleicht fangen wir gerade von hinten an. Der letzte Punkt zur freien Pensionskassenwahl. Der Vorschlag kam ja jetzt aus Ihrem Haus, Herr Cossondet. Sie haben gesehen, Frau Humbel hat eher mit Skepsis reagiert. Vielleicht können Sie einfach noch mal sagen, warum das jetzt uns weiterbringt bei den Problemen, die wir offensichtlich haben in der zweiten Säule. Also vielleicht müssen wir aufpassen. Wir haben vorher eine große Finanzierungsdiskussion gehabt, oder? Und die freie Pensionskassenwahl bringt keinen Nachteil, aber keinen Vorteil zur Finanzierung. Die Idee ist, dass wir heute natürlich eben nicht mehr von der Wiege bis zur Bahre, von der Lehre bis zur Pensionierung beim gleichen Arbeitgeber sind. Auch familiär sind wir nicht nur mit der gleichen Frau oder mit dem gleichen Mann ins Leben lang unterwegs. Also die Biografie haben sich extrem individualisiert. Und wir können über alles mitreden, mitbestimmen, aber gerade da, wo der größte Vermögen liegt, nämlich in der Pensionskasse, da sehr patriarchal entscheidet noch der Arbeitgeber, der Patron, was ist für mich gut und was ist schlecht. Vielleicht auch vom Verständnis her, in unserer Idealwelt, es bleibt sozialpartnerschaftlich organisiert. Also Arbeitgeber, Arbeitnehmer entscheiden, machen wir eine, jetzt wird ein bisschen technisch, eine reine BVG-Lösung, also eine minimale Lösung, wie die zweite Säule im Gesetz vorschreibt, oder wollen wir darüber hinaus? In vielen Bereichen, Pharma, Banken, öffentliche Dienste, da gehen die Leistungen der zweiten Säule über das gesetzliche Minimum. Diese Diskussion, die soll bleiben. Was wir gern hätten, ist, dass wenn mal diese Envelope, dieses Paket definiert ist, dass ich als Arbeitnehmer kann entscheiden, will ich bei den PK-Budget das deponieren. Ich habe zwar alles online, ich kann alle 3 Jahre nur einen Auszug bekommen, dafür ist es günstig. Oder will ich eher eine Green Pensionskasse haben, wo ich selber sicherstellen kann, dass das Geld anders angelegt ist und vielleicht klimaverträglich. Also diese freie Wahl geht wirklich, wer ist mein Leistungserbringer, nicht wie großzügig ist die Sache. Aber Sie sehen, das ist eine Antwort auf die individuellen Bedürfnisse, aber am Grundproblem der Finanzierung der zweiten Säule, der Umwandlungssatz, der am Anfang vom Beitrag erwähnt worden ist,
würde das natürlich nichts ändern. Die Sorge, glaube ich, die immer wieder aufgebracht wird, ist, dass wenn man das jetzt vom Arbeitgeber trennt, dass dann auch irgendwann die Arbeitgeberbeiträge wegfallen. Es gibt ja auch die Sanierungsbeiträge, die die Arbeitgeber jetzt noch leisten, die dann vielleicht auch wegfallen. Dass damit dann quasi die Sozialpartnerschaft in der zweiten Säule auch aufgekündigt wird. Ist das? Ich glaube, also wir haben es mehrmals probiert, also in Anführungszeichen. Wir haben die Freizügigkeit eingeführt, also bis 19, in den 90er Jahren, vor der Freizügigkeit gesetzt. Dann konnte sie nicht das Geld aus der Pensionskasse nehmen, wenn sie den Arbeitgeber gewechselt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir das einführen, wird natürlich jeder Arbeitgeber das nicht mehr zahlen, weil das Geld bleibt dann nicht mehr bei ihm. Weil aber steuerbegünstigt ist, es ist für den Arbeitgeber trotzdem interessant, statt 100% Lohn, sage ich mal 90% Lohn und 10% in die PK einzuzahlen und für den Arbeitnehmer ebenfalls, weil am Schluss vom Monat hat er mehr, weil diese Steuerbefreiung ihnen hilft. Und solange das gewährt ist, auch bei der freien Pensionskasse, bin ich fest überzeugt, dass es bleibt. Übrigens, alle Arbeitnehmer, die kleine KMU, die Coiffeursalon, die Bäckerei und so weiter, sind oft bei Versicherungen. Also es ist nicht so, dass sie ihre eigene Kasse haben. Es gibt schon die Sammelstiftungen. Es gibt diese Sammelstiftungen und trotzdem dort, auch dort gibt es überobligatorische Lösungen. Also ich glaube nicht, dass diese freie Wahl einen massiven Rückgang von der, oder Rückzug der Arbeitgeber von der zweiten Säule bedeuten würde. Ich bin trotzdem skeptisch. Meine, die ganze Literatur zeigt ja, wie schwierig die Wahl ist. Dass Leute Fehler machen, dass sie schlussendlich eben auch darunter leiden, unter diesen Fehlern, oder sich überhaupt nicht entscheiden. Meine, es gibt Studien aus Schweden, es gibt Studien aus Chile und dass natürlich bei der freien Pensionskassenwahl des Einzelnen dann wirklich die Kosten, der Werbekosten, die steigen stark. Das hat man in Chile sehr gut gesehen. Wir haben die freie Wahl der Krankenkasse. Wenn ich einen Fehler mache bei der Krankenkasse, dann habe ich nichts verloren. Wenn ich nach 5 Jahren, wo meine Pensionskasse Mist gebaut hat, wechseln will, dann habe ich wirklich einen großen Rucksack, den ich mitnehmen muss. Also die Fehler sind sehr viel größer bei der freien Pensionskassenwahl als bei der freien Krankenkassenwahl. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen zurückspulen. Wie sind die Pensionskassen entstanden? Das ist ja eigentlich die erste Form der Alterssicherung, die wirklich entstanden ist. Von den Arbeitgebern aus verschiedenen Gründen. Das eine ist das patriarchalische Modell, dass sie nicht wollten, dass die Leute wirklich nachher arm sind im Alter. Das zweite ist aber natürlich, weil die Branchenlösungen auch gewisse Vorteile haben. Die Speziallösungen, die zum Beispiel bei den Bauarbeitern gelöst werden konnten, dass die früher in Rente gehen können, das wäre nie möglich mit einer freien Pensionskassenwahl. Weshalb? Weil sozusagen die guten Risiken, das klingt jetzt ein bisschen absurd, die Bauarbeiter, die eben eine weniger lange Lebenserwartung haben, finanzieren sich sozusagen ihren früheren Renteneintritt selber. Und wieso soll ein Bauarbeiter einer Professorin die Rente subventionieren? Genau das würde passieren, wenn ich in der gleichen Pensionskasse wäre wie der Bauarbeiter. Darum bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube, man kann wirklich darüber nachdenken, im überobligatorischen Bereich das zu öffnen. Aber der obligatorische Bereich, der stärker auch als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren wirklich auch die Grundkosten decken muss im Alter, würde ich eigentlich lieber beim alten System bleiben. Also ich bin etwas weniger skeptisch, aber vielleicht liege ich ein bisschen dazwischen, weil ich finde, man muss dem gegenüberstellen, dass es im aktuellen System einfach auch sehr viele Probleme gibt, die teilweise behoben würden, wenn wir einen besseren Wettbewerb hätten. Und ich finde, in einigen Ländern funktioniert es doch recht gut mit einer freien Pensionskassenwahl. Und insbesondere, wenn man die Möglichkeit hat, die Ansparphase zu trennen von der Aussparphase, was sehr viele Länder umsetzen, wo es überhaupt keinen Grund gibt, das nicht zu machen. Das heißt, man kann bei einer Pensionskasse sein, bis man in Rente geht, man kriegt sein Kapital und man hat dann die Wahl zwischen ganz vielen Anbietern bei der Auszahlphase. Ich glaube, da kann man eben solche Probleme, die entstehen könnten, ganz leicht wieder beheben. Also ich glaube wiederum, dass der Marktmechanismus, der da doch ein bisschen stärker spielen würde, doch auch helfen könnte, einige der Probleme zu beheben. Und sicher, der Markt ist dann auch nie perfekt. Dann hängt es ab, wie gut sind die Kassen reguliert. Mhm. Das ist absolut kritisch.
Aber so wie es jetzt ist, sehe ich einfach auch sehr viele Probleme. Und das grundlegende Problem, was ich sehe, ist, dass ganz viele junge Leute in ihrem ersten Job in einer Kasse landen, wo sie extremst wirklich viel Geld verlieren und einfach in Zukunft sehr, sehr viel weniger haben werden, nur weil sie nun mal in dieser Kasse sind und keine Wahl haben. Und ich glaube, das Anreizsystem wäre für die Kassen viel stärker vorhanden, wenn junge Leute sagen könnten, ja, ich bin aber nicht bereit, das mitzutragen. Die Kassen müssten dann eben wirklich Eigenverantwortung tragen, wirklich die Entscheidungen treffen, dass sie langfristig ihre Renten finanzieren können, ohne darauf zu wetten, dass sie immer junge Leute haben werden, die das finanzieren. Also ich glaube, es gibt auch Vorteile. Aus meiner Sicht problematisch ist unsere Geschichte. Wir sind nun, wo wir sind heute. Und würden wir eine freie Pensionskassenwahl einführen, würden sehr viele Kassen ziemlich schnell schlecht aussehen. Und politisch ist das wahrscheinlich eine ganz schwierige Situation. Aber eben, es braucht Regulierung. Und ich glaube, manchmal sind eben auch die Regulierungskosten hoch. Was man ja jetzt auch sieht, ist, viele der Finanzierungsprobleme haben gewisse Kassen ja bereits angegangen. Also viele Kassen haben heute einen Umwandlungssatz von 5,3%, weil sie umhüllend sind, weil sie die Freiheiten irgendwie ausgenutzt haben, eine Schattenrechnung haben, die im Prinzip vorwegnimmt, dass man den Umwandlungssatz senken kann. Und ich bin nicht ganz so sicher, ob das wirklich so gut auch entstanden wäre bei der freien Pensionskassenwahl. Wie gesagt, im Überobligatorium, denke ich, kann man sehr schnell darüber nachdenken, im Obligatorium dünkt mich die Fehlerwahrscheinlichkeit und dass es eben auch dann ausgenutzt wird, besser gesagt, dass es nicht korrigiert wird, finde ich fast noch wichtiger. Also einfach ein schönes Beispiel, was ich glaube ein positives Beispiel ist, ist in Ländern, wo man die Ansparphase mit der Auszahlphase, wo man da eine Trennung hat, gibt es die Möglichkeit beispielsweise, dass jemand, der krank ist, zeigt, ich habe Vorerkrankung dies, das und das und ich kriege deswegen eine massiv höhere Rente, weil meine Lebenserwartung tiefer ist. Oder ich bin Bauarbeiter, ich habe eine tiefere Lebenserwartung, ich kriege eine höhere Rente. Also das sind Mechanismen, wo der Markt wirklich zu mehr Gerechtigkeit beitragen kann, wo wir wissen, dass heute die Pensionskassen vor allen Dingen eigentlich die Wohlhabenden begünstigen, weil die größten Kapitalien haben und dann jedes bisschen Umwandlungssatz, was zu hoch ist, und das sind die Umwandlungssätze ja fast überall immer noch, das kommt den Wohlhabendsten am meisten zugute. Und diese Umverteilung innerhalb der Pensionskassen ist, finde ich, extrem problematisch. Von den, sagen wir mal, dem jungen Arbeiter mit dem tiefen Lohn und den drei Kindern, die zu finanzieren sind, zu den sehr wohlhabenden Rentnern, also denen, die wirklich am meisten Kapital haben. Und das sind Mechanismen, die sicher verbessert würden. Aber ja, wenn man das zulässt, also meine ich, das ist ja in England, wenn man sauft und raucht und übergewichtig ist, kriegt man eine höhere Rente. Und das muss man auch zulassen. Und dann auch umsetzen. Das bin ich mal, habe ich ein bisschen Zweifel, ob das wirklich funktioniert. Also das passiert natürlich, wie Frau Weißer schon sagt, quasi automatisch, wenn man jetzt einen privaten Annuitätenmarkt hat, wo, wie Sie sagen, man trennt die Ansparseite von der Auszahlungsseite. Jeder kommt mit 65 da mit seinem Millionenbetrag oder weniger als eine Million hin und gibt das der privaten Versicherung. Und die gibt einem dann eben, die guckt dich an und sagt, wie ist jetzt deine Lebenserwartung und passt die Rente drauf an. Wenn der Markt so natürlich funktioniert, ist das natürlich toll. In Großbritannien sehen wir natürlich auch die Probleme. Es gibt private Informationen. Die Leute haben selber bessere Informationen über ihre Lebenserwartung, ihr Mortalitätsrisiko als die Versicherer, was natürlich dann auch wieder den Markt beeinträchtigen könnte. Das heißt, und dann kommt natürlich die Frage hinzu, es wird dann quasi noch komplexer. Ich muss dann nicht nur die Pensionskasse wählen, ich muss dann auch mit 65 noch mir einen privaten Annuitätenmarkt mich irgendwie zurechtfinden. Ist das nicht so, dass wir die Leute da vielleicht tendenziell etwas überfordern mit ihrem Finanzwissen? Viele Leute, wir sehen ja, beschäftigen sich gar nicht so sehr mit diesen Themen. Und vielleicht für uns erscheint das alles natürlich, sich auf solchen Märkten dann irgendwie zurechtzufinden. Aber letztlich bräuchten die Leute dann doch sehr, sehr viel Hilfe oder so viel Regulierung, wie wir es dann auch im Gesundheitsbereich sehen, dass eigentlich in der Grundversicherung es so reguliert ist, dass eigentlich man sich fragt, wozu brauche ich dann überhaupt noch Wettbewerb, wenn eigentlich schon feststeht, was eigentlich die Versicherungsverträge anbieten müssen. Also vielleicht noch eine Ergänzung jetzt auch zu UK. In der Zwischenzeit ist ja die Annuitisierungsrate, also die Leute, die wirklich die Rente nehmen, ist völlig zusammengebrochen.
Also ja, das es nimmt, ist eben diese typische Death Spiral von ja, der Ja, es nimmt niemand mehr die Rente und man kann sich ja fragen, für eine doch tragende Säule der Lebenshaltungskosten im Alter, möchten wir das, dass die Leute eben nicht mehr die Rente nehmen, sondern alle das Kapital mit all den Folgen, die es hat? Es ist dann noch schwieriger, sich die Rentenphase finanzieren zu können. Es wird auch Leute geben, die das ausnützen und sagen, nein, ich gebe jetzt das Geld aus, nachher habe ich ja die Ergänzungsleistung. Das sind wirklich wichtige Fragen, die man sich wirklich stellen muss. Und je mehr wir in Richtung freie Pensionskassenwahl gehen, desto eher wird es auch so sein, dass die Rente wahrscheinlich unter Druck steht. Und das bedingt wieder auf der Regulierungsseite Anpassungen und auch wie wir schlussendlich umgehen mit Leuten, die diese Finanzplanung nicht schaffen. Aber es hätte den grossen Vorteil, also die Probleme sehe ich, oder? Aber es würde Transparenz zwingen. Weil diese Probleme haben wir alle schon. Also sie können Leute Kapital beziehen oder Rente. Also das Problem besteht dann schon, oder? Und es wurde auch gesagt, wenn man den Rentenumwandlungssatz senkt, auch mit den umgekehrten Lösungen, wie Sie gesagt haben, das entspricht einer Rentenkürzung. Die Rentenkürzung heute ist der zu hohe Umwandlungssatz. Ja. Diese 7 Milliarden, die erwähnt worden sind, das ist abstrakt. Aber pro Versicherte ist es 1.700 Franken, die fehlen jedes Jahr auf ihrem Konto. Das ist Rentenkürzung. Weil, wenn Sie das mal 20 machen oder nach 30, das ist Kapital, das nicht in Rente umgewandelt wird. Also, ich sehe alle diese Probleme und man muss, also eben, die Welt jetzt ist nicht perfekt, die andere Welt wäre nicht perfekt, aber es würde eine Transparenz zwingen. Diese Finanzierung, diese Querfinanzierung, die heute stattfinden, die wären transparent. Und dann musste man diskutieren, ist es fair, ist es nicht fair. Also jetzt ist es einfach versteckt, je nach Kasse, je nach Alter, wenn man geht, ist es wirklich die Richtige, die davon profitieren? Vielleicht auch nicht. Also das ist sehr untransparent. Und dann kommt der Punkt, ist auch deshalb untransparent und auch deshalb so kompliziert, weil es ist so B2B-Business. Also die Pensionskasse sind nicht Sie und ich, die das entscheiden, sondern eher professionell. Und deshalb ist es so komplex. Würde man in eine freie Pensionskassewahl gehen, müsste man massiv die Komplexität reduzieren, damit die Leute diese Wahl treffen können. Heute habe ich null Interesse als Normalbürger, mich zu Gedanken zu machen, ist meine PK an der Pensionskasse richtig aufgestellt oder nicht. Was soll ich machen? Ich kann es eh nicht beeinflussen. Theoretisch. Aber wenn Sie natürlich diese Möglichkeit haben, dann werden Sie das machen. Frau Weiser hat es vorher erwähnt, eine Familie mit zwei Kindern, 1 Million Unterschied. Diese Entscheidung, das fragt man nicht. Eine Stiftungsrat, paritätisch besetzt, ob ich oder Frau Weiss Kinder bekommen kann. Obwohl diese entscheidet, 1 Million Franken Konsequenz für eine Familie. Das ist viel, viel wichtiger als die Entscheidung, meine Pensionskasse Vermögen mit 30% oder mit 35% Aktienquoten anzulegen. Also ich sehe schon den Downside-Risk, den Sie, Frau Büttle, vorher erwähnt haben, aber die Leute treffen täglich Entscheide, die sehr, sehr große finanzielle Konsequenzen haben. Heiraten, besser gesagt scheiden, ist eine teure Angelegenheit. Kinder haben, ein Haus kaufen. Also wir sind uns gewöhnt und auch Nicht-Finanzleute sind sich gewöhnt, solche Risiken abzuschätzen, weil sie auch wissen oder realisieren, dass sie da beeinflussen können. Jetzt natürlich das System, eben patriarchal, die Kasse entscheidet für mich und deshalb will ich auch nicht am Grillabend mit Kollegen darüber diskutieren, weil ich das gar nicht beeinflussen kann. Aber bei den Krankenkassen funktioniert das ja auch nicht. Die Leute können jedes Jahr wechseln und es wechseln viel weniger Leute, als das man eigentlich erwarten würde. Und die Kosten sind so viel transparenter bei den Krankenkassen als bei der langjährigen Versicherung. Die ganze Pensionskasse ist im Prinzip ein Vertrag, selbst wenn man Ansparphase und nach einer Auszahlungsphase trennt, das sind jahrzehntelange Verträge, während den Krankenkassen kann man eigentlich kostenlos wechseln. Und ob dann wirklich diejenigen, die heute schon, die vielleicht bei den Krankenkassen die falschen Entscheidungen treffen, nicht auch bei den Pensionskassen die falschen Entscheidungen treffen, die dann eben 1 Million sein können, dann ist es noch sein eigener Fehler. Das ist schon auch kritisch. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist ein einziger Entscheid. Wenn natürlich eine Fehlentscheid vom Stiftungsrat, also fragen Sie eine Firma, der SBB war sehr lange in Sanierungsfall, da haben Generationen mitfinanzieren müssen für Entscheide von Leuten, die ich gar nicht gekannt habe, ich war gar nicht in diesem Betrieb tätig, muss ich das ausfinanzieren. Also da ist auch ein bisschen Ohnmachtsgefühl und Fehler können auch passieren. Und dann mit dem Multiplikator von dem Stiftungsrat.
Und wenn es noch ganz dumm geht, dann... Nein, aber ich meine jetzt eben, ja. wenn viele Leute einen Fehler machen bei den Pensionskassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir dann nachher Staat rufen. Ob das besser ist, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, es hätte auf jeden Fall den positiven Effekt, dass wenn man Verantwortung übernehmen muss, dann beschäftigt man sich mal endlich mit seinen eigenen Finanzen. Denn was ich doch sehr, sehr viel empfinde, und das ist in meinem persönlichen Umfeld extrem stark auch, ich rede mit jemandem, sie fragen, was mache ich? Vorsorge. Okay. Und dann stelle ich fest, es gibt unglaublich wenig Interesse und es ist so, Vaterstaat löst das für mich. Und das ist einfach ein Fehlglaube in der Schweiz. Der ist vorhanden, weil es jahrelang gut funktioniert hat. Der wird aber in Zukunft wird dieses nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, wenn man da wirklich klar machen könnte, jetzt ist jeder in seiner zweiten Säule verantwortlich, dann würden die Leute sich auch darum kümmern. Da würde die durchschnittliche Financial Literacy auch steigen. Man würde generell sich überlegen, was will ich eigentlich? Was erwarte ich von einer Pensionskasse? Möchte ich zum Beispiel ökologisch anlegen? Möchte ich, was ist mir wichtig in meinen Finanzen? Und diese Verbundenheit mit der Thematik, die kriegen wir nicht hin im aktuellen System. Also die zweite Säule ist für die allermeisten ein schwarzes Tuch, was sie einfach nicht anrühren möchten. Die erste Säule, da wissen sie, können sie nicht viel machen. Aber die zweite Säule, da wäre eigentlich jetzt ein Freiraum zu sagen, da hat man Gestaltungsspielräume, müsste man eigentlich oder wäre vielleicht spannend, da die auch auszunutzen. Gut, wir haben ja noch die dritte Säule. Ich muss nur auf die Zeit gucken, wo sich die Leute potenziell zumindest austoben können mit ihren eigenen Entscheidungen. Ich sehe schon, die Meinungen gehen etwas auseinander. Ich glaube, wir kriegen keinen Konsens hier in dieser Runde. Aber lassen Sie uns vielleicht noch den dritten Einspieler bringen zur dritten Säule. Selbstverantwortung ist ein Stichwort für die dritte Säule. Das gibt es ja auch noch. Wird da genug gemacht? Also gibt es hier noch Potenzial in der dritten Säule, dass man durch höhere Sparanstrengungen die anderen Säulen entlasten könnte? Ich glaube, dass das Bewusstsein und die Kenntnis darüber, über die eigene Vorsorgesituation in der Schweiz wahrscheinlich aktuell relativ tief ist. Sparen die Leute genug oder müssen sie mehr sparen, um vielleicht sogar eine Entlastung der beiden anderen Säulen zu erreichen? Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer, das sind Weltmeister im Sparen. Sie wollen Reserven anschaffen, sie wollen, wenn sie etwas verdienen, auch in die dritte Säule einbezahlen. Bei der dritten Säule ist die Frage, wer kann sich das leisten? Ich glaube, man kann sich das gut leisten. Das heißt ja nicht, dass man den Maximalbetrag einbezahlen muss. Lieber etwas tun als gar nichts. Im Moment gibt es eine Umverteilung von den Jungen zu den Alten. Das versucht man oder möchte man in der laufenden Revision auch ein bisschen ändern. Was wäre ein zeitgemäßer Generationenvertrag, den man vielleicht anpassen müsste? Oder wir sehen heute eigentlich, dass die Rentner dank ihrer hohen Pensionskasse, dank ihrer Einzahlung in dem AHV-System eigentlich gut dastehen. Das darf man plus minus sagen. Wir haben auch ein gutes, feines soziales Netz mit Ergänzungsleistungen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir wieder mit der höheren Anzahl von der Babyboom-Generation im Rentensystem nicht plötzlich dann nur noch die Jungen haben, die dann das finanzieren. Weil wir müssen auch die Jungen belasten für die Corona-Schulden, die wir jetzt generieren. Wir leben heute eigentlich in einer Vier-Generationen-Gesellschaft. Und wir haben diesen sogenannten Generationenvertrag immer noch eigentlich auf eine Drei-Generationen-Gesellschaft ausgerichtet. Also beispielsweise bleibt das Vermögen bei den Rentnern, also Rentner beerben Rentner. Und das sind eigentlich schon Herausforderungen, die man auch ganzheitlicher angehen müsste. Es gibt immer wieder Versuche, diese Diskussion zu entpolitisieren. Es gibt den Vorschlag beispielsweise, dass man das Rentenalter an die Lebenserwartung automatisch knüpfen würde. Sind Sie da dafür? Das ist eine hervorragende Idee und deshalb kann ich jedem empfehlen, die Initiative der Jungfreisinnigen zu unterstützen, die die Renten sichern wollen. Ich glaube, das
müsste unser Ziel sein, dass wir eher Anreize für längeres Arbeiten generieren, damit wir eben auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Bei uns ist das einfach nicht realistisch. Also in der direkten Demokratie befinden wir eben über das Rentenalter. Und möglicherweise kann das einmal ein Szenario sein in Zukunft, aber im Moment hat das sicher keine Chance. Nach der Pensionierung sind sehr viele Menschen noch sehr fit und noch sehr aktiv und leben noch sehr lange. Und unser Vorsorgesystem trägt dem nicht Rechnung. Allgemein unsere gesellschaftliche Organisation trägt dem nicht Rechnung. Und es wäre durchaus angebracht, solche Automatismen einzuführen, zum Beispiel mit der Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Ja, jetzt, wenn man an die dritte Säule denkt, als quasi Lösung für die Probleme in den anderen beiden Säulen, die wir jetzt schon diskutiert haben, ist ja immer die Ausgangslage, dass wir schon wissen in der Schweiz, wir haben schon eine relativ hohe Vermögensungleichheit jetzt im internationalen Vergleich. Und wenn man jetzt sagt, wir setzen jetzt nochmal verstärkt aufs private Sparen in der dritten Säule, dass die Leute damit quasi die Lücken füllen, die jetzt entstanden sind, zementieren wir damit nicht noch mehr die sowieso schon bestehende Vermögensungleichheit, Frau Weißer? Oder ist das für Sie quasi ein Ausweg, dass man sagt, vielleicht können die Leute jetzt, wir setzen die Beitragsgrenzen hoch, die Leute können einfach mehr in der dritten Säule. Das würde auch vielleicht diese Probleme beheben mit der Überregulierung, die wir jetzt vielleicht haben in der zweiten Säule, weil in der dritten Säule ist das ja alles möglich, dass die Leute auch wählen, wo sie anlegen. Wäre das eine Lösung für Sie oder sehen Sie da auch Probleme? Also aus meiner Sicht, und ich habe da eine etwas unbeliebte Sicht, das muss ich gestehen, haben wir einfach unsere Prioritäten nicht immer so ganz richtig gewichtet. Und ich komme persönlich, ich habe sehr lange in Südafrika gelebt und dort ist es so, wenn man was sparen kann, dann spart man das. Ich hatte beispielsweise eine Freundin, die hat gesagt, wenn ich einen Sack Maismehl habe, dann bin ich glücklich, weil ich kann meine Kinder eine Woche füttern, bis ich dann wieder den nächsten Sack Maismehl habe. Hier sehe ich Leute, die gehen in Urlaub, die zahlen sich allerlei Sachen, aber für ihre Altersvorsorge haben sie kein Geld. Und das ist dann schon die Frage, was wollen wir uns gönnen, bevor wir sagen, ja, oder wie lange wollen wir sagen, ich habe kein Geld für die Altersvorsorge? Was ist alles wichtiger als die Altersvorsorge? Und da finde ich, gibt es einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung, der sich sehr, sehr viel eigentlich noch gönnt und nicht in die dritte Säule einzahlt und wo man also wirklich nicht behaupten kann, das Geld wäre nicht da. Jetzt gibt es aber sicherlich bestimmte Gruppen, wo es sicherlich schwieriger wird. Und ich glaube, Die Situation von Familien ist tatsächlich eine, wo ich mir sagen würde, okay, da kann es tatsächlich zu Situationen kommen, wo über mehrere Jahre nicht in die dritte Säule eingezahlt wird. Und da finde ich es ganz wichtig, die Motion Ettlin als Beispiel, Möglichkeiten zu finden, wie diese Jahre zurückgewonnen werden können. Weil im Gegensatz zur zweiten Säule, wo man ja immer noch einkaufen kann, wenn man es in einem Jahr nicht macht, dann hat man den Steuervorteil in anderen Jahren. In der dritten Säule, wenn man ein Jahr verpasst hat, dann ist es vorbei. Dieser Steuervorteil ist weg. Und aus meiner Sicht ist es wirklich ganz wichtig, dass wir gerade für Frauen, die vielleicht nicht erwerbstätig waren eine gewisse Zeit, für Familien generell diese Möglichkeit einführen, dass wir sagen, diese verlorenen Steuervorteile, dass die wieder später zurückgewonnen werden können. Das klingt naheliegend, dass man das flexibilisiert, dass man zum Beispiel im Durchschnitt über die Jahre hinweg was eine Obergrenze hat, statt diese starre jährliche Grenze. Aber trotzdem noch mal grundsätzlich, da kommt ja auch wieder die Generationengerechtigkeit so ein bisschen ins Spiel. Man sagt, okay, die jüngere Generation hat jetzt die Corona-Schulden irgendwie, müssen sie vielleicht zurückzahlen. Sie kriegen die Senkung der Umwandlungssätze in der zweiten Säule. Sie müssen vielleicht eine Mehrwertsteuer höher zahlen für die AHV. Und dann sollen sie in der dritten Säule auch noch mehr ansparen. Ist das nicht ein Problem, dass man quasi, Herr Cossondet, auf diese Weise immer mehr der jungen Generation aufbürdet und damit so ein bisschen die allgemeine Gerechtigkeit über die Generation hinweg aus dem Blick verliert? Aber es ist mir vorher, wenn wir die zweite Säule besprochen haben, durch den Kopf gegangen, also diese Vaterschaftsreflex, oder? Es schaut schon jemand und das wird mir nichts kosten, aber jeder Lohnbeitrag, jede Mehrwertsteuerprozent, die ich nicht zahle, das zahle ich jetzt, oder? Also nochmals, am Schluss müssen Sie Ihre Altersvorsorge finanzieren. Und das hängt ein bisschen von Ihrem Lebenshaltenkosten auch. Aber das Geld muss woher kommen. Es ist nicht ein Mittel, ein Finanzierungssystem, der ja, Bäume lässt wachsen, die Gelder, Scheine als Blätter haben. Also wir werden das sowieso müssen zahlen. Und deshalb finde ich, wenn wir stärker auf die zweite, auf die dritte Säule, dann ist eben diese Verbundenheit, das ist meine Vorsorge. Eben, was ist meine Priorität jetzt? Jetzt ein bisschen der Reflex,
ich mache es nicht, aber jemand will schon schauen und vor allem jemand will schon zahlen, oder? Und das scheint mir problematisch. Also von den Grundgedanken her begrüße ich die Idee von der Stärkung der dritten Säule, vor allem diese zeitliche Komponente. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Wenn wir über Armut denken, also das ist der Reflex, nein, nicht mehr dritte Säule, es gibt sehr viele Leute, die arm sind, aber jeder Student, jeder künftige Chirurg oder wer immer, oder, ist 8 Jahre lang, wenn er studiert, in der Statistik arm. Er verdient ja nichts, er ist Student, oder? Das sind aber diejenigen, die später viel Geld haben. Und deshalb macht es Sinn, dass man diese zeitliche Komponente in die Länge, oder? Dass man sagt, okay, diese Personen können uns ändern. Und es gibt nachher trotzdem auch Leute, die waren arm jung und die werden arm alt werden. Und für das muss man eine Solidarität haben in der ersten Säule, in der Ergänzungsleistung. Aber wir müssen aufpassen, diese Mobilität über die Zeit, diese finanzielle Mobilität ist ganz, ganz wichtig. Und das wird falsch, meiner Meinung nach zu oft falsch interpretiert. Ich finde auch eine spannende Möglichkeit, wie wir die dritte Säule interessanter machen könnten für die junge Generation, ist vielleicht es ein bisschen offener zu gestalten und so zu machen, dass Kinder schon eine dritte Säule haben können. Vielleicht steuerbegünstigt für die Eltern, weil wir ja auch wissen, dass die Eltern sehr, sehr viel finanzieren müssen für die Kinder. Und dann die Möglichkeit zu sagen, okay, die dritte Säule ist aber dann nicht nur für die Rente, sondern vielleicht auch für eine Ausbildung. Also, dass man den Vorteil ein bisschen näher zieht und die Gewohnheit einzuzahlen schon etabliert. Die Gewohnheit, ich nehme Verantwortung, ich zahle ein, ich habe dann aber auch was und mit dem möchte ich was gestalten in meinem Leben. Ich glaube, das wär spannend, um diese jungen Generationen an das Thema ranzuführen. Ich möchte vielleicht noch eine dritte Gruppe erwähnen, die selbstständig Erwerbenden, für die ist die dritte Säule extrem wichtig, vor allem für ganz kleine Firmen, die nicht im BVG sind und die wirklich Alleinfirmen sind. Und ich glaube, da wäre eine Stärkung wirklich sehr wünschenswert. Vielleicht nochmals zurück zur Vermögensungleichheit. Ich meine, die Vermögensungleichheit ist teilweise auch eine Folge der starken Vorsorge. Die Vermögensungleichheit ist in Ländern wie Schweden, Dänemark und Schweiz viel höher als beispielsweise in Griechenland. Weshalb? Weil auch bis, wie Sie gesagt haben, weit in den Mittelstand muss man gar nicht sparen, mindestens lange Zeit, und ist eigentlich im Alter relativ gut vorgesorgt. Und wenn ich meinen eigenen Steuerausweis sehe, bis vor etwa 10 Jahren war mein Vermögen null. Weshalb war er null? Weil ich natürlich alles, was ich irgendwie frei hatte, in die zweite und dritte Säule eingezahlt hatte. Und wenn man diese Vermögen, die in der zweiten Säule sind, dazu zählt, dann ist die Schweiz auch europaweit ungefähr im Mittelfeld. Also eben die Vermögensungleichheit ist eben zum Teil auch eine Folge der Vorsorgesysteme. Und ja, das stimmt. Es ist immer schwer, so ein bisschen abzuschätzen, wie viel Vermögen die Leute gerade in der zweiten Säule haben. Da ist die Datenlage schwierig. Da gibt es verschiedene Simulationen. Ich glaube, selbst wenn aber trotzdem, man der Punkt ist, es ist schwierig, aber wenn Sie diese Vermögensunterschiede anschauen, schauen Sie eben genau die steuerbare Vermögen. Und dann die 500.000, das ist 400.000, ist glaube der Durchschnitt, wenn Sie etwa haben, nach einer vollständigen Karriere in der zweiten Säule, der erscheint nicht. Das heißt eben, diese Personen hätten 200.000 Franken Vermögen, das ist einfach parkiert in der zweiten Säule und erscheint nicht auf dem Steuerdatum. Ja, es gibt Studien, die versuchen, das einzupreisen. Genau, und dann sinkt natürlich die Vermögenssteuer. Es ist immer noch im internationalen Vergleich, so ist meine Lesart der Literatur immer noch relativ hoch, aber es stimmt natürlich, dass Vermögensungleichheit generell reagiert auf das soziale Absicherungssystem und wenn man eine sehr gute Grundsicherung hat, dann ist es vielleicht für guten Teil der Bevölkerung optimal, auch nichts nochmal zusätzlich anzusparen, weil sie ja schon Zwangssparen haben quasi in der Altersvorsorge. Gut, wir sind schon am Ende der Zeit und gehen jetzt über in die Fragerunde, wo wir jetzt hier online die Fragen bekommen von Ihnen. Ich darf Sie nochmal daran erinnern, dass Sie eben uns diese Fragen senden können. Wie gesagt, Sie können Ihr Handy hernehmen oder Ihren Internetbrowser und www.menti.com aufrufen. Sie können uns immer noch Fragen schicken. Wir haben schon einige hier bekommen. Und mit dem Code 6873-2684 sich da einloggen und die Fragen eingeben oder auch die bereits eingegebenen Fragen kommentieren. Jetzt lassen Sie mich mal die erste Frage aus dem Publikum aufnehmen. Das ist vielleicht eine Frage für Frau Weißer als Expertin auch gerade für die Pensionskassen. Hier wird gesagt von einem Zuschauer, die durchschnittliche reale Rendite von Aktien ist 5,2%.
Der Anlagehorizont von Vorsorgewerken sollte eigentlich sehr langfristig sein. Die erzielten Renditen sind viel geringer. Investieren die Pensionskassen viel zu wenig in günstige Aktienfonds? Wir sehen dann sehr, sehr große Unterschiede. Also gerade nach der Finanzkrise 2008, 2009 gab es solche Pensionskassen, die sehr schnell reagiert haben darauf, dass die Anleihenmärkte praktisch eine Nullverzinsung hatten oder sogar Negativverzinsung und sehr, sehr schnell praktisch auf die maximale Aktienquote hingegangen sind. Und dann gab es solche, die überhaupt nicht reagiert haben. Und da muss man sagen, da gibt es also sehr große Unterschiede. Ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, dass alle Kassen oder die Großzahl der Kassen nicht richtig investiert. Aber was man sagen kann, ist, dass sicherlich es ziemlich lange rechte Sorgen gab darüber, wie viel möchte man investieren. Und es gibt ja auch heute noch die Frage, sollte man den Pensionskassen nicht ermöglichen, dass sie ihre Aktienquote noch höher setzen, wie es auch beispielsweise in Kanada oder in anderen Ländern möglich ist. Jetzt eine große Herausforderung ist, dass eigentlich eine Pensionskasse ja langfristig investieren sollte. Aber unsere gesetzliche Regulierung schaut an, wie ist der Deckungsgrad. Und sobald der Deckungsgrad zu stark sinkt, müssen Sanierungsmaßnahmen getroffen werden, unter anderem Aktienquote zum Beispiel reduzieren, was extrem ungünstig ist, wenn gerade in einem Aktiencrash natürlich dann die Aktien verkauft werden müssen. Das heißt, hier ist eine Regulierung, die aus meiner Sicht relativ stark fehlgeschlagen ist, nämlich sie verursacht, dass die Kassen gar nicht so langfristig investieren können. Die müssen trotzdem schauen, dass jedes Jahr ihre Unterdeckung nicht zu stark oder ihr Deckungsgrad nicht zu stark schwankt. Und hier sehe ich also auf jeden Fall eine Chance, eigentlich bei der Regulierung etwas mehr Flexibilität zu ermöglichen, um wirklich langfristiges Anlegen bei den Pensionskassen zu ermöglichen. Also ich würde tendenziell dem Zuschauer zustimmen, dass es hier Möglichkeiten gäbe, für die Pensionskassen doch noch attraktiver zu investieren in der Langfrist. Es gibt ja wahrscheinlich auch ein bisschen Gründe für diese Regulierung, dass natürlich dann die Sorge besteht, wenn jetzt eine Pensionskasse extrem risikoreich angelegt hat und dann ganz schlecht abschneidet, dass dann irgendwann der Staat einspringen müsste und man die Leute nicht auf dem Trockenen sitzen lässt. Aber es ist natürlich immer die Frage, wie weit der Staat da quasi eingreift und insgesamt natürlich dann dafür sorgt, dass die Renditen niedriger sind, als sie sein könnten. Man muss aber heute auch fragen, ob das Risiko von zu viel Anleihen in Portfolio, ob das nicht genauso schlimm ist wie das Risiko von zu viel Aktien. Also ich finde, heute mit den Negativzinsen ist das nicht ganz klar, was ist hier wirklich gefährlich. Also Minusrenditen systematisch, das ist ganz klar auch nicht besonders hilfreich. Ja. Hier kommt eine Frage, was spricht eigentlich politisch, ökonomisch gegen ein einkommensabhängiges Rentenalter? Höhere soziale Schichten haben ja meistens mehr Bildung vom Staat erhalten, haben höhere Lebenserwartung. Sollten wir nicht da einfach eine Abhängigkeit generieren zwischen Einkommen und Rentenalter, vielleicht auch zwischen Einkommen und Umwandlungssatz in der zweiten Säule? Oder öffnet das quasi eine Pandora-Box, dass man das dann alles politisiert und jede Berufsgruppe oder jede Bildungsschicht für sich reklamiert, dass sie einen besseren Umwandlungssatz haben möchte, Herr Cossonde, ist das? Also sind zwei Fragen, denke ich. Also die eine ist das Rentenalter in Abhängigkeit vom Einkommen. Und das finde ich natürlich ganz schwierig. Also wenn Sie einen gut betüchten Haushalt haben, ein von beiden arbeitet voll, die andere Person null, sie hat natürlich null Einkommen und diese Person könnte dann ausgerechnet früher in die Pension gehen. Das würde genau diese Rollenverteilung verstärken, die wir eigentlich nicht wollen. Also das finde ich ganz kritisch. Das andere ist tatsächlich die Pandora-Box. Also da muss man extrem aufpassen mit dem Rentenalter, aber auch mit dem Umwandlungssatz, wenn man beginnt zu sagen, welche Berufsgruppe ist jetzt, hat ein strengeres Leben, Arbeitsleben gehabt. Natürlich, auf dem Bau ist sehr streng, aber die Baubranche, das haben Sie vorher erwähnt, hat eigene Lösungen gefunden. Also die Branche selber hat sich selbst finanziert. Ich glaube, in Italien gibt es diese Möglichkeit, also einen Härtezuschlag. Man kann früher in die Pension, wenn man einen Härteberuf hat. Was sind die politökonomischen Konsequenzen? Die Frage war politökonomischen Ansätzen. Jeder Beruf, jeder Verband versucht zu erklären, warum sein Beruf besonders streng ist. Und am Schluss haben wir einen lauter strengen Beruf. Und nochmals, ein Hausmeister in einer Bank mit den vielen Büroplätzen wechseln, ist vermutlich strenger dran als der Buchhalter auf der Bau, in einer Baufirma. Also auch hier wird sehr, sehr schnell schwierig und ich würde lieber diese Pandora-Box gar nicht öffnen. Umso mehr, dass wir beim Grundsatz eben Frauen und Männer immer noch einen Unterschied haben und da sind auch
immer noch 4 Jahre Rentenalterunterschied. Wenn wir uns da eher nicht einigen können, finde ich komisch, dass wir andere Faktoren plötzlich doch als relevant betrachten. Also der Charme der schweizerischen AHV ist ja gerade, dass man keine spezielle Kasse hat für die Zöllner und die Polizisten und die Beamten wie in den meisten anderen Ländern. Ja. Und wir haben wirklich echt nur noch die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und zum Teil ein bisschen Zivilstand. Aber wirklich, das ist der große Charme. Und ich glaube, das ist ein Trumpf, den wir nicht aus der Hand geben könnten. Und nur ein Beispiel für das Lobbying, als in Deutschland die Künstlersozialkasse eingeführt wurde. Da gab es ein massives Lobbying von verschiedenen Berufsgruppen, dass sie eben zu den Künstlern, die dann vom Staat subventioniert wurden, dazuzählen. Und am Schluss, ich habe dann die Liste ausgedruckt der zugelassenen Künstlerberufe, die war 4 Meter lang. Also das öffnet einfach Tür und Tor zum Lobbying und es sind dann die Lautesten, die gewinnen, nicht unbedingt die mit der kürzesten Lebenserwartung. Ja. Es gibt noch ein politökonomisches Argument, warum das problematisch sein kann. Und zwar, wenn jetzt bestimmte Berufsgruppen, sagen wir mal, besonders abgenutzt werden im Verlauf ihres Lebens und deswegen nicht so lange arbeiten können oder keine lange Lebenserwartung haben, dann ist die Frage, warum sollte, wenn der Vorteil dieser Abnutzung einer privaten Firma zugutekommt, warum sollte der Nachteil vom Staat getragen werden? Da ist es doch logisch eigentlich, Vor- und Nachteil müsste beides von diesem Unternehmen oder wie jetzt in der Baubranche beispielsweise von der Branche getragen werden, dann hat auch diese Branche den Anreiz, die Mitarbeiter gut zu behandeln, damit sie möglichst gesund sind, möglichst lange arbeiten können, damit sie nicht eine Vorpensionierung oder eine Frühpensionierung finanzieren müssen. Übernimmt das der Staat, hat das Unternehmen keinen Anreiz, die Mitarbeiter zu schonen, da die Gesundheitsbedingungen aufrechtzuerhalten, die eine lange Arbeitsmöglichkeit wirklich zu fördern. Und ich glaube, hier müssen wir sicherstellen, dass die Anreize für die Unternehmen ganz klar zugunsten der Gesundheit der Mitarbeiter, aber auch natürlich zugunsten der Staatsfinanzen richtig aligniert sind. Das ist aber schwierig in einem freien Arbeitsmarkt, weil dann könnten sie die Leute einfach entlassen. Also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, das wirklich auf die Reihe zu bringen. Aber wir sehen ja Lösungen in der Baubranche, die heute das schon relativ gut hinbekommen. Also es ist nicht ganz unkompliziert, aber ich glaube auch eine staatliche Lösung, wie Sie es jetzt gesagt haben, bringt fast noch mehr Probleme mit sich. Dann gibt es das Lobbying, dann möchte jeder der Schwächste sein, um möglichst viel Staatsgelder für sich zu bekommen. Nochmal kurz zurück, hier gibt es eine Frage zur AHV. Frau Büttler hat es schon gesagt, wir haben jetzt eigentlich nur noch die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Hier wird bemängelt, die AHV momentan setzt keinen Erwerbsanreiz zur doppelten Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen. Sollten wir nicht eine konsequente Individualisierung der AHV machen und damit dann auch mehr Arbeit, mehr Einnahmen, Anreize setzen für mehr Arbeit und mehr Einnahmen bei verheirateten Paaren? Also das ist so. Das ist vor allem dann irgendwie störend, wenn man so will, wenn es eben Paare sind ohne Kinder, die eben nicht noch zusätzliche Lasten tragen. Die werden durch die Allgemeinheit, wenn man so will, vollkommen subventioniert. Die Individualisierung hat natürlich dann auch den Nachteil, dass man dann über die Rente des Ehepaares nachdenken muss. Also wenn jede für sich anspart in der AHV, dann wird es auch nötig sein, eben diese zivilstandsunabhängige Rente zu machen. Und die Begünstigung der Ehe vor Rentenalter 65 schlägt sich heute nieder in einer niedrigen Ehepaarrente. Das hat auch gewisse Vorteile, nämlich dass die Armutswahrscheinlichkeit von verheirateten Paaren ist praktisch null. Die Armutswahrscheinlichkeit von Alleinstehenden ist viel höher. Es hat alles Vor- und Nachteile. Hier kommt eine interessante Frage. Wer kam eigentlich auf die Idee, dass ein fixer Umwandlungssatz in ein Gesetz geschrieben wird? Ist das nicht ähnlich unverantwortlich, wie eine Lockdown-Aufhebung per Gesetz zu fordern? Was interessant ist, der Umwandlungssatz war nicht immer im Gesetz. Das war eine Kompetenz des Bundesrates. Und die längere Lebenserwartung, die tiefere Rendite, die kam dazu und der Bundesrat hat sich nicht bewegt. Und dann hat die Politik das Gefühl gehabt, also jetzt, wir zwingen den Bundesrat von damals 7,2 auf 6,8 zu gehen. Und der Weg vom Parlament war über das Gesetz. Und das war natürlich ein Pyrrhus-Sieg, weil wir haben tatsächlich in diesen Jahren das geholfen. Aber jetzt ist es im Gesetz und demokratisch ist es sehr, sehr schwierig. Aber das stimmt, das ist der es ist eine versicherungsmathematische Größe. Sie rechnen sich aus, wie lange man noch lebt, was ist der durchschnittliche Ertrag.
Und wir haben davon eine politische Größe gemacht. Nicht nur ist sie politisch, aber dann ist natürlich ein Pfand für andere politische Geschäfte. Also ich will vielleicht im Umweltbereich oder eine Nationalstraße bauen und ich werde hier im Kuhhandel gehen, bevor ich überhaupt den Umwandlungssatz denke. Also das ist natürlich, war wahrscheinlich kurzsichtig. Übrigens war das Rentenalter der Frauen 65, 1948. Ja, absolut. Und der Grund, weshalb man es gesenkt hat, gewisse Leute haben gesagt, ja, die Frauen seien abgenützt. Aber der wahre Grund war das Parlament, das dazumal nur aus Männern bestand. Die wollten gleichzeitig mit ihren Ehefrauen in Rente gehen. Die waren im Durchschnitt 3 Jahre jünger und da waren wir bei 62. Das ist schon spannend. Und heute aus Gleichgerechtigkeitsgründen kommen die feministischen Grüße und verteidigen diese patriarchalen Entscheid. Also das finde ich schon auch interessant, wie 70 Jahre später sich das Gleiche total umdreht. Ja. Ja. Gut, vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Ich glaube, wir haben einige interessante Ideen diskutiert, wie wir das Vorsorgesystem modernisieren könnten. Vielleicht auch ganz konkret den momentanen Reformstau auflösen. Da geht es natürlich sehr stark um politische Beschränkungen und wie man Mehrheiten schaffen kann, vor allem was die erste und zweite Säule angeht. Es gibt viel zu tun. Ich bin sicher, das Thema wird uns weiter begleiten. Ich danke nochmal Ihnen dreien hier, dass Sie hier mit mir diskutiert haben. Und ich danke natürlich Ihnen auch, liebe Zuschauer zu Hause, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass wir Sie neugierig gemacht haben, auch für unsere weiteren Veranstaltungen am UBS Center. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei anderer Gelegenheit wieder begrüßen zu können, hoffentlich nächstes Mal wieder physisch auch vor Ort. In der Zwischenzeit lade ich Sie ein, die Debatte weiterzuführen auf den sozialen Medien, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, was es alles so gibt. Und Sie finden auch alle Informationen zum Wirtschaftspodium und insgesamt zum UBS Center auf der Webseite www.ubscenter.uzh für unizürich.ch. Vielen Dank allen und auf Wiedersehen.